Karten Ey, oder Chef Stroh, wenn ich schon wieder über Sammelkarten rede, raste ich doch aus, Digga. Was ist mit Bellingham los? so. Oh, der ist so am Einfach der Durchdrehen. beste Spieler der Welt. Leute, hört mal zu. Chef Strobel, die Sau. Chef Strobel und ich machen ein Pack-Duell. Wir machen irgendwas von Tops auf. Es gibt nur noch eine Karte, die 1 von 1 ist, mit Unterschrift drauf, die noch nicht gezogen wurde. In all den Paketen in ganz Deutschland verteilt. Chef Strobel zieht ihn. Eins. Ein war von einem Bellingham unterschrieben und die allerletzte 1 von 1 mit einem Dortmund-Trikot an. Okay? Das heißt, der Sammlerwert steigt extrem. Direkt danach, die Karte war schon 2.000, 3.000 Euro wert. Direkt danach, bumm. Bellingham wechselt zu Real Madrid. Karte steigt sofort im Wert, weil es die letzte Karte ist im Dortmund-Trikot. Dann hieß es, ja, okay, vielleicht verletzt er sich da, vielleicht spielt er schlecht, vielleicht wird er nicht Stammspieler. Man weiß ja nicht, was passiert. Muss ja noch nichts heißen. Auf einmal ist Bellingham einfach der beste Spieler der Welt und Chef Strobel hat die 1 von 1 unterschriebene Karte und die wird 20.000 Euro wert sein, wenn er so weitermacht. Und dafür hasse ich dich schon. Ich gönn dir, aber ich hasse dich auch. Ist okay? Der war, glaube ich, schon zwei, dreimal Matchwinner. Ne? Er hat immer das finale Tor gemacht für den Sieg für Real Madrid einfach. Alter, das Maul, Alter. Digga, du ziehst eine Karte für 2.000. Ich bin ultra sauer und dann steigt die wahrscheinlich jetzt auf den Wert von 20.000.